Das nennt man Spezialisten bei der Arbeit. Ja, perfekt. Eine gute Seitenlage beim Schwimmen, ja. Wow, das da rechts neben uns ist schon ein heißer Schlitten, oder? Was ist das denn? Ein gepimpter Smart, so schaut es zumindest aus. Ja, nicht schlecht. Fast so gut wie unser GT3. Verschnitt von der Z06. Ja, ihr habt sie euch wieder gewünscht, da ist sie wieder. Und damit willkommen zurück zu GTA 5 LSPDFR und einem Straßenrennen, was vollzogen wird. Und zwar ein organisiertes, ist bereits im Gange, die sind bereits am Rennen fahren. Und wir wollen mitfahren, habe ich mir gedacht. Von dem her haben wir uns hier die Z06 geschnappt, die wir ja schon mal in Verwendung hatten, weil ihr wolltet sie wiedersehen. Und da ist sie wieder. So, jetzt muss ich mal schnell schauen, dass wir hier auch ohne große Kratzer mit dem breiten Auto uns durch die schmalen Gassen hier bewegen und schauen, wohin die denn abhauen, weil die sind sehr schnell unterwegs. Ist natürlich optimal eigentlich für unsere Corvette. So, und wir brauchen dann sofort Helis. Sobald wir da sind, brauchen wir einen Heli, der die überwacht und schaut, wohin die fahren, weil mir ist es jetzt gerade unklar. Wenn sie sich aufteilen, wird es noch schwieriger. Hä? Hä? Die drehen ja nur Runden. Alles klar, dann sperren die einfach die Straße ab. Ah, die kriege ich. Da kommen sie. Da kommen sie. Stehen bleiben. Wow, alles klar. Das war schnell. Wir brauchen zwei Helikopter. An jedem einen. Und dann schauen, dass wir entsprechend uns jetzt hier um den ersten mal kümmern. Der anscheinend hier das Rennen gewinnt. Eieiei, ist der schnell. Da muss man schon Gas geben. Ja, der ist auch getuned, wie man sehen kann. Ziemlich flott. Ich gebe Vollgas. Der ist echt schnell. Alles klar. So, wir brauchen an dem anderen noch einen Heli. Meine Güte. Jetzt hängen zwei Helis hier an einem und demselben dran. Das ist nicht so schlau. So, ja, jetzt ist der andere schon entkommen. Na, super Arbeit von den Kollegen. Aber wir hängen uns hier trotzdem an den dran. Versuchen ihn jetzt auszubremsen. Jetzt haben wir hier drei, vier Helis an einem Verbrecher. Jetzt ist er ein bisschen abgekommen. Kriegen wir ihn. Stehen bleiben. Eieiei. Alles klar. Polizei verkratzt. Perfekt. Keine 5 Minuten auf Streife und schon wieder sowas. Nicht vorbildlich. Ohne Helm. Was soll denn das, Kollege? So, jetzt aber. Also. Dann versuchen wir ihn mal rauszukriegen. So, stehen bleiben, aussteigen. Steigen Sie aus dem Fahrzeug, hallo? Ist sogar eine Frau, alles klar. Kein Klischee eines Straßenrennfahrers. Trotzdem, hinterher. Die Motorradstreife ist hier natürlich besser. Eigentlich besser ausgestattet. Aber trotzdem. So, wieder dranhängen. Ja, bei unserer Monster Truck Verfolgung weiß ich noch ganz genau. Da haben dann viele geschrieben, ja, warum schießt du denn nicht auf die Reifen? Auf der anderen Seite haben aber dann auch viele gemeint, immer, wenn ich auf die Reifen schieße, dass das nicht realistisch wäre. Naja. Da gibt es halt die ein und anderen Fraktionen. Wir versuchen es jetzt erstmal ohne Waffe, ja? Ohne Waffe die Person anzuhalten, ist ja sonst langweilig. Hallo? Hey, stehen bleiben. Stehen bleiben. Nein, 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 nein. Nein, 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 du kommst da nicht vorbei. Oh. Ohoho. Alles klar. Einmal baden gehen, bitte. So. Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug aussteigen. Hände hoch. Hände hoch, so gut es geht hier im Wasser. Zumindest. Ja, wenn sie jetzt sich ins Wasser legt, hoffe ich, dass die nicht weggespült wird. Ja, super. Alles klar. So, das war mal ein Ausflug ins Blaue, in dem Fall. Christabel Anderson. Ja, Christabel Anderson. Sie sind festgenommen vorläufig. Nehmen noch ein schönes Bad, ne? Ich hole ihn währenddessen mal einen Transport, der sie mitnimmt. Und dann schaue ich mal ganz kurz, ob das Fahrzeug auch gesucht war. Jetzt... wahrscheinlich nicht mehr, aber... wow, aua, ey. Alles klar. Nee, also baden gehen ist eigentlich nicht in meinem Dienstplan. So. Wow, das ist hier ganz schön gefährlich. So, gut, dann lasse ich sie mal in Ruhe. Und gehe wieder hoch. Zu meinem Auto. So, ja, jetzt werde ich auch noch Bergsteiger. Jetzt wird hier oben schon wieder rumgeballert. Was ist denn schon wieder los hier? Die mögen die schon wieder nicht. Ah, schon wieder so Gang-Leute. Die hier Polizisten abschießen. Wir brauchen mal einen Sanitäter. Wahrscheinlich hat er ein bisschen was abbekommen, der Kollege. Hey! Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Hallo, und Sie auch. Direkt aussteigen. Fahren hier schon wieder einem rein, ne? Der Wahnsinn. Der Sanitäter haut auch ab. Perfekt.
Bestellen wir gleich noch eine, hätte ich gesagt. So, Frau Hodges. Eieiei. Auch für Sie ein Transporter, bitte. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und wir brauchen hier Abschleppauto. Für die zwei Fahrzeuge. Und stehen die hier rum. So, und für das Fahrzeug da unten. Stimmt, hätte ich fast vergessen. Unten ein Gerichtsmediziner. Mein Gott, haben wir schon wieder zu tun. Also da unten noch. Und da ist auch schon nicht ernsthaft und er schwimmt. Der Transporter. Jawohl, so werden Leute heutzutage wegtransportiert von der Polizei. Das nennt man Spezialisten bei der Arbeit. Ja, perfekt. Der hat eine gute Seitenlage beim Schwimmen, ja. So, wir brauchen hier trotzdem ein Abschleppfahrzeug. Und da hinten steht noch einer. Ich frag mich gar nicht mehr wieso. Wir machen einfach weiter. Der ganz normale Wahnsinn. Typisch. So, gut. Und wir gehen wieder auf Streife in unserer Corvette. Meine Güte. Also, das ist, bevor hier noch mehr Chaos entsteht. Schnell weg hier. Vorsicht. Oh, gefährlich. So, übrigens in unserem Arme-3-Clan der ersten Sonne 1-Kompanie ist es jetzt so, dass wir fast durch sind mit den Operationen. Noch eine kommt, die nennt sich Operation Typhoon. Dann ist so gesehen Schicht im Schacht. Dann kommen nur noch normale Missionen ab und zu eben wieder. Aber die Operation kommt jetzt im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich noch mit online in zwei oder drei Teilen. Und dann habt ihr so gesehen das auch wieder. Was haben wir? Ein Fahrzeug mit unsicherer Ladung in den Winewood Hills. Alles klar, machen wir uns auf den Weg. In der Wohngegend ist natürlich gefährlich. Mit unsicherer Ladung. Von dem her schnell dahin. Ein weißes Utility Vehicle. Wahrscheinlich ein Pickup oder ein SUV. Mal schauen. Okay, dann beeilen wir uns. Ist ja nicht mehr weit, bevor der hier in die Stadt reinfährt mit der unsicheren Ladung. Und dann schauen wir mal. So. Hier rechts. Das scheint mir der zu sein. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Da brauche ich gar nicht weiterfahren. Hallo? Bitte mal rechts ranfahren. Wenn Sie können. Ah, ja, das ist nicht rechts ranfahren, aber dann zeigen wir mal, wie das geht. So. Bitte folgen Sie mal mir. So. Weiter bitte, weiter. So. Gut. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an hier. Also. Zuallererst Kennzeichencheck. 14 GTE 114. Ja. Guest Specialist Johnny Shapiro. Smell that's wrong. Alles klar. Gutes Motto. Wir schauen uns jetzt mal erstmal das Fahrzeug an. Ah, ich merke schon. Die hat ein bisschen narkotische Mittelchen genommen. Anscheinend möglicherweise Drogen. Ja. Schauen wir uns gleich mal an hier. Auf jeden Fall haben wir hier Gascontainer, Gasflaschen hinten drin. Die sind ja sicher montiert, ich weiß es nicht. Und hier solche Holzplatten, aber das sieht irgendwie nicht gesund aus. So, wir gehen mal hin und fragen. Guten Tag. Hello there. Ich hätte mal ganz gern Führerschein, Fahrzeugpapiere zuerst. Sydney Johnson. Bevor wir hier nämlich irgendwas anderes machen, will ich erstmal auf Nummer sicher gehen, dass ihr auch zumindest hier der Fahrer oder die Fahrerin mit rechten Dingen zugeht. Ja, Führerschein ist abgelaufen, haben wir schon. Wenn sie keine Sondergenehmigung hat, dann müssen wir gleich mal fragen. So, was transportieren sie denn gerade? So, Gaszylinder. Zu entsprechend ihren Kunden. Okay, und wieso haben sie die da hinten so, ja, befestigt? Wie sie befestigt sind mit diesem Holz und mit diesen Gascontainern hinten dran in so Käfigen? Das ist ganz normal, meint sie. Standard. Dann... Wieso haben sie nicht ein anderes Fahrzeug genutzt? Zum Beispiel Container oder ähnliches, was eben weniger anfällig ist beim Unfall. Alles klar, sie hat Feuerlöscher und eine Versicherung. Und deswegen passt es schon so. Nee, weil wenn ihr einer da hinten reinfährt, dann passt es nicht. Alles klar, dann hole ich entsprechend mal Unterstützung. Der das Ganze hier, der sich dem Ganzen annehmen wird. So, wo ist er? Da hinten. Weil, natürlich... Man darf es nicht missverstehen.
wenn jetzt hier hinten einer reinfährt und den Käfig beschädigt, dann tun diese ganzen Gasflaschen oder Container da auslaufen. Und die haben nicht umsonst so ein Splitterwarnungszeichen drauf. So, mal schauen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hin zu dem netten Herrn. Oder zu der netten Dame. Mal schauen, wer es ist. Ah, da. Da ist er. So, nimmt er es mit? Ah, wie scheint er? Ah, ja, genau. Jetzt darf es ja auch weiterfahren, auch wenn die Ladung hier eigentlich auch nicht nach deutschem Standard zumindest gesichert ist. Weil die müsste hier auch nochmal längs gesichert sein, aber egal. Ich gehe nochmal hin. So, ansonsten, abgesehen von der Tatsache, dass ihr Führerschein abgelaufen ist, dürfte sie weiterfahren. Weil der Führerschein nicht abgelaufen ist, darf sie es nicht. Also, klar, sie ist nicht befugt, ein Fahrzeug zu führen. Und wir merken ja auch, ne? Anscheinend haben wir hier Marihuana im Spiel oder Drogen. Das wird sich auf der Wache zeigen. Machen wir einen ausführlichen Drogentest. Und dann schauen wir mal. Also, machen wir noch was? Genau. Wir schleppen das Fahrzeug ab. Jetzt darf es abgeschleppt werden. Ohne diese gefährlichen Stoffe hinten drauf. Und dann sind wir auch schon fertig. Konnten ja noch schnell hier intervenieren, bevor irgendwas Schlimmes passiert ist. Und das ist auch gut so. So, die Dame. Machen Sie sich bequem. Ihr Transport ist gleich da. Der müsste, genau, da ist er schon. Und dann würde ich sagen, ah, da kommt er. Dann würde ich sagen, können wir auch schon weitermachen mit unserer Streife, nämlich. Und das Fahrzeug hier wird sicher abgeschleppt, ohne Gascontainer hinten drauf. Gut, dann wünschen wir noch einen schönen Tag, die Dame, ne? Hoffentlich sehen wir uns nicht mehr. Unser letzter Einsatz des Tages ruft auch schon, und zwar eine aktive Bedrohung. Da soll es ganz schön zur Sache gehen mit Schüssen, die gemeldet wurden. Von dem her schauen wir, dass wir direkt zur Waffe greifen und direkt die SEK-Beamten dazu rufen. In dem Fall schauen, dass wir Unterstützung bekommen und uns um die Verbrecher kümmern. Anscheinend zwei Verbrecher. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wow, alles klar. What? Die Kollegen sind auch schon da. Anscheinend ein Kollege. Was ist hier los? Alles klar. Jetzt werden wir auch beleidigt. Abgesehen davon, dass es schon hier voll auf uns ballert. Dann schießen wir mal zurück, ja? Na, wie gefällt dir das? Eieiei, was hält die aus? Das ist der Wahnsinn! Schnelle Entdeckung! Eieiei, was hat ihr für Munition, bitte? Ist jetzt mal die Unterstützung da, bitte? Scheint am Boden zu sein. Wir haben noch einen da hinten. Im Sportplatz. Was ist da los? Das tut ganz schön aua. Warte, wir haben doch auch so eine Waffe jetzt, oder? Ja, hier. Bitteschön. Die Rechnung. Das ist eine gute Kanone. Alles klar. Bedrohungen ausgeschaltet. Wir sind Code 4. Puh, okay. Das war Arbeit. Dann holen wir mal hier einen Gerichtsmediziner. Alles klärchen. Die haben Waffen, hey. Woher kriegen die schon wieder die Waffen? Das ist natürlich das Problem. Waffengesetze, ne? Sind ja etwas lockerer in manchen Ländern. In dem Sinne, ja, mussten wir stark intervenieren hier und konnten aber die Bedrohung eliminieren. Während deshalb hier, ja gut, halb kaputtes Dienstfahrzeug, das halb kaputte Dienstauto zurückgeben und den Dienst für heute mal quittieren. Ja, sieht auch ein bisschen kaputt aus hier. Perfekt, Scheibe kaputt. Na dann würde ich sagen, Daniel repariert, Daniel tauscht aus und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.